Moin moin, Freunde der guten Unterhaltung. Ich bin der Matze. Ich bin der Jay. Willkommen zu Let's Multiplayer 2. Heute haben wir Herr der Ringe, der Krieg im Norden. Viel Spaß. Ein uraltes Übel ist auch. Wir müssen gleich mal Start drücken. Und nochmal Start drücken. Ich kenne das Spiel nicht so. Speichern oder Festplatte. Jetzt sind wir schon bei der Charakterauswahl. Bildschirm kalibrieren. Brauchen wir nicht. Passt. Nee. Weiter. So. Multiplayer. Multiplayer muss ich aussuchen. Nein. Du musst Start drücken. Ach. So, Matze. Ja, da bin ich. Wen nimmst du? Ich nehm. Aragorn. Auch genannt Eradan. Sehr gut. Und so ich sieht's aus. Den Gimli-Verschnitt, den Champion von Erebor, den Farin. Den axtschwingenden Zwerg. So, du musst jetzt wählen, gespeichert das Spiel oder verlassen. Was heißt das? Ja, du mach einfach das Spiel. Ich muss auf Multiplayer drücken, ne? Nutzer erstes. Nicht? Einfach nur starten. Genau, einfach nur starten. Du bist. Wie aufregend, Herr der Ringe. Ich hab Bock drauf. Ein paar Orks und Uruks auf die Fresse hauen. Lasst uns Orks jagen, genau. Ein paar Tipps hier. Matze kennt das Spiel schon aus dem Solo-Spiel. Genau. Na, ja, Online-Koop. Online-Koop auch, okay. Ja. So, wir sind leise, viel Spaß mit dem Intro. Viele Lieder wurden schon vom großen Ringkrieg gesungen und viele Geschichten erzählt. Die Namen von Helden wie Gandalf dem Grauen, Aragorn dem König und Frodo dem Ringträger werden in großen Ehren gehalten. Zu Recht. Doch Saurons Arm reichte viel weiter als nur bis Gondor und Rohan. Und seine Truppen hätten im Norden Mittelerdes viel Unheil angerichtet, wenn sich ihm nicht eine Handvoll Helden in den Weg gestellt hätte. Auch deren Geschichten verdienen es, erzählt zu werden. Eine dieser Geschichten beginnt hier, in der kleinen und ruhigen Stadt Bree. Ein paar Tage nur, bevor Frodo auf seiner Reise hier eintraf. Aragorn. Eradan, sei gegrüßt. Du in Begleitung eines Elben aus Bruchtal und eines Zwerges vom Erebor. Ein ungleiches Trio, das da durch die Türen des tänzelnden Ponys kommt. Du kommst sicher von der Sarnfurt. Hast du Nachricht von Halbarad? Ja, schlimme Nachrichten. Das habe ich befürchtet. Schnell, erzählt mir, was passiert ist, aber sprecht leise. Wir könnten belauscht werden, selbst hier in Bree. Vor 3 Tagen wurden die Wachen an der Sarnfurt von 9 schwarzen Reitern angegriffen. Seid standhaft, Reitläufer! Wir wurden besiegt und der Feind zog ins Auenland. Das ist schlimmer, als ich mir vorgestellt habe. Ich kenne diese Reiter. Sie kommen aus Mordor. Unser Volk hat keine Chance gegen diese Neuen zusammen. Wie hoch waren unsere Verluste? Sehr schlimm. Wir versuchten standzuhalten, doch sie waren umgeben von einer Aura des Bösen. Es gibt noch etwas. Die schwarzen Reiter trafen sich mit einem Verbündeten, einem Mann voller Bosheit und großer Macht. Argendar. Wie unser Meister es befohlen hat, habe ich die Orks der Berge aufgehetzt. Und in diesem Moment ziehe ich in den Ruinen von Fornost eine Streitmacht zusammen. Kehre sofort zurück und bereite deine Truppen vor. Wir werden sie bald brauchen.
Meine Orks sind bereit. Dieser Lande haben schon zu lange in Frieden gelebt. Schon bald werden sie dem Zorn des dunklen Herrschers anheimfallen. Wenn dieser Argan da eine Streitmacht in Fornost versammelt hat, dann wird unsere Lage umso verzweifelter. Aber warum solche Streitkräfte gegen die friedlichen Halblinge? Der Feind kann sie noch nicht als Bedrohung ansehen. So viel will ich euch verraten. Ein Hobbit aus dem Auenland soll mit einer großen Bürde auf dem Weg hierher sein. Wenn dieser Hobbit dem Feind in die Hände fällt, sind wir alle dem Untergang geweiht. Ja, so seltsam es auch erscheinen mag. Jetzt streunt dieser Hobbit durch die Gegend, umgeben von Feinden. Ich muss ihn finden, bevor sie es tun. Und ihr müsst mir helfen, ihn zu beschützen. Du bist mein Hauptmann. Ich werde mit Freuden tun, was du befiehlst. Ja, ich bin jetzt ebenfalls Teil davon. Dann sind wir drei uns einig. Wie können wir helfen? Wir müssen die Bedrohung durch den Feind, der sich in Fornost versammelt hat, verringern. Reist dorthin und tut, was in eurer Macht steht, um das Auge des Feindes auf euch, weg vom Auenland zu lenken. Vielleicht finden wir Hilfe bei diesem Auftrag. Eladan und Elro hier waren im Norden, als ich zuletzt von ihnen hörte. Eine Ansammlung von Feinden wäre ihnen gewiss aufgefallen. Gut, es gibt keine besseren Verbündeten als die Söhne Elrons. Ich hoffe, wir treffen uns. Aber mit oder ohne Hilfe, der Feind wird alle Hände voll zu tun haben. Dafür werden wir sorgen. So sieht's aus, dafür werden wir sorgen. So. Was wollen wir machen? Du bist der Boss, Matze. Erstmal laufen wir hier mal ein bisschen rum. Ja. Dafür sind Zwerge ja gut bekannt. War ich das gerade? Ach nee. Achso, Tutorial-mäßig. Bewegen. Kamera drehen. Können wir auch. Kaputthauen hier. So abrollen, alles klar. Okay. Ich habe einige Fragen, wenn ich habe nochmal Aragorn angesprochen. Psst, hier in Bree gibt es keinen Aragorn. Nur Streicher, den Waldläufer. Fragen wir mal, was macht er? Ja, Streicher. Aber was wirst du jetzt tun? Ich setze meine Suche nach dem Hobbit fort. Die Straße vom Auenland hierher habe ich schon abgesucht, aber keine Spur von ihm gefunden. Vielleicht hat er die Straße verlassen, um nicht verfolgt zu werden. Ich hoffe, er schafft es hierher nach Bree, dem einzigen sicheren Ort in dieser Gegend. Aber wenn er hier nicht bald auftaucht, werde ich mich wieder auf die Suche nach ihm machen. Sollte sich der Feind im Norden der Jagd anschließen... Nun, ich schätze, ihr wisst, wie schlecht es dann für uns aussieht. Ihr müsst das verhindern. Geht nach Fornost, verlegt den Kampf dorthin. Also ich habe das Gefühl, Frodo findet Aragorn. Ich glaube schon. Ich bin mir auch ziemlich sicher. So, wir wollen ein bisschen Action, ne? Bisschen Action. So. Darum sprechen wir mal die anderen Personen nicht an. Ja, genau, wir wollen ja. Sind eh nur Nebenquests. Möglicherweise? Ja. Wollen wir es doch machen? Wollen wir das Spiel auslutschen? Ja, alles? Wir lutschen das Spiel sehr aus. Sehr gut. So, du weißt wohin. Lass uns eine Nebenquest annehmen. Bin jetzt im Kampfmodus. Will ich überhaupt nicht. Okay, egal. Ja, komm, geh in den Kampfmodus hier rein. Hier war ein Otto... Esther. Willkommen in Bree. Du bist fremd hier. Darf ich dir ein paar Fragen stellen? Erstmal vorstellen. Genau. Hey. Sehr empfindlich. Vielleicht. Aber sag mir erstmal, wer du bist. Mein Name ist Otto Aster. Und Bree ist mein Zuhause. Ich mache mir Sorgen um die Zukunft der Stadt. Darüber würde ich gern mit dir sprechen. Heute nicht mal, nein. Wir sind mal freundlich. Schieß los, ich bin ganz Ohr. Wir hören eine Menge Gerede von Durchreisenden in letzter Zeit. Die meisten sprechen von Krieg und einem wachsenden Schatten im Osten. Die meisten Einwohner tun es einfach absagen. Es ist weit weg und hat nichts mit uns zu tun. Aber ich bin mir nicht so sicher. Du bist weit gereist. Hast vielleicht ein paar Dinge gesehen. Was ist deine Meinung? Sollten wir uns Sorgen machen? Das werden andere erledigen. Genau. Die Gefahr ist da, aber es gibt noch jene, die alles in ihrer Macht Stehende tun werden, um euch zu beschützen. Ich weiß, wir haben unsere Beschützer, aber ich fürchte, es sind zu wenige.
Es wird Zeit, dass diese Stadt selbst etwas für ihre Verteidigung unternimmt. Es liegt Klugheit in deinen Worten, aber teilen auch andere deine Sorge? Sehr wenige. Die meisten scheinen zu glauben, dass hier nie etwas Schlimmes passieren könnte. Ich fürchte, ich bin vor... Was hast du vor? Ich möchte für die Bewaffnung der Stadt sorgen. Wir brauchen mehr als Mistgabeln, wenn wir gezwungen sind, uns selbst zu verteidigen. Ich habe versucht, einen Zwergenhändler zu überzeugen, uns Waffen zu liefern, aber er hat sich geweigert. Ja, vielleicht sollen wir das mal machen. Mit ihm reden. Einen Versuch ist es wert. Sein Name ist Groff. Er verkauft seine Waren Groff. Auf die Straße runter. Vielleicht findest du ihn immer noch dort. Alles klar, das ist auch gleich hier um die Ecke. Machen wir mal ganz schnell. Und wenn der Gute sich wehrt, dann ja, hau ich ihn einen rüber. Genau, aggressive Verhandlung. Ah, hier dürfen wir, glaube ich, noch nicht schlagen, weil wir ja noch in der Stadt sind. Wir rollen, kann man da? Bin ich schon an ihm vorbeigelaufen? Gibt's hier irgendwie einen Hinweis, wo wir hin müssen? Nein, oder? Einfach mal suchen. Hier ist ein Zwerg. Groff. Groff. Nun ja, wenn du mir diese Bemerkung gestattest, siehst du nicht unbedingt wie ein Breländer aus. Kann ich irgendetwas für dich tun? Ich brauche einen Gefallen. Du musst dich um einen Gefallen bitten. Einen Gefallen? Was für einen Gefallen? Ja, vielleicht wird das auch sinnvoller, wenn du ihn gefragt hättest. Ah, okay. So von Zwerg zu Zwerg. Ja, Zwergenpolitik hier. Ja, genau, die Geschichte. Bring so. Waffen nach Bray. Ich möchte, dass du einen Vorrat an Waffen mitbringst, um sie an Breländer zu verkaufen. Du willst mich auf den Arm nehmen. Waffen für diese Leute? Die wüssten nicht, wo bei einem Schwert vorne und hinten ist. Ebenso gut könnte ich versuchen, den Hobbit Schuhe zu... Sie hatten vielleicht bisher keine Waffen, aber das sind unruhige Zeiten. Sie müssen in der Lage sein, sich zu wehren. Ich will nicht leugnen, dass wir düsteren Zeiten entgegensehen. Es gibt überall Unruhen, aber du wirst diese Leute nie davon überzeugen. Das Leben ist zu lange zu leicht für sie gewesen. Nicht jeder verschließt vor der wachsenden Bedrohung die Augen. Es war einer der Stadtbewohner, der mich gebeten hat, dich danach zu fragen. Und auch andere sind ebenso besorgt. Es erfordert mehr als ein paar... Jetzt gib mal die Waffen her. Diese Leute sind einfach und friedliebend. Du Gift. Und Flugscharf und keine Schwerter. Lass dich nicht durch ihre Vergangenheit davon abhalten, sie für ihre Zukunft zu wappnen. Es wäre falsch, sie wehrlos zurückzulassen. Hm. Du hast natürlich recht. Da hast du recht. Das ist doch gar keine schlechte Idee. Zumindest würde ich können. Also gut, ich mache es. Also gut, ich mache es. Nee. Ausgezeichnet. Wie lange wird es dauern, bis die Waffen eintreffen? Einige Zeit, fürchte ich. Es ist ein langer Weg bis zu den blauen Bergen und wieder zurück. Zu schweigen davon, dass ich... Von den blauen Bergen kommen wir. Wahrscheinlich 3 Monate so. Oder länger, würde ich sagen. Ah, wir wollen nichts von dem wissen. Sag ihm Bescheid. Ich sag ihm Bescheid. Ich werde ihnen sagen, wann sie dich erwarten sollen. Gute Reise, Grove. So. Auslutschen schön und gut, aber wir wollen es nicht übertreiben. Einmal kurz zu Otto Aster. Genau. Im guten Otto. Und dann... Wo ist Schnelllaufen hier? Wir daggeln hier rum. Ich weiß es leider noch nicht. Doch, auf RB. Siehste, hab ich rausgefunden. Zack. Ich renn zu Otto Aster. Du klickst dich durchs Menü. Ja, ich guck mal. Kann ich schon schnacken mit ihm? Ich kann morgen. Ja, klar. Hast du mit Groff gesprochen? Was hat er gesagt? Wird er uns Waffen bringen? Ich habe ihn umgestellt. Er wird euch bald Waffen bringen. Ausgezeichnet. Meine einzige Sorge ist jetzt nur noch, wie lange es wohl dauern wird. Was ist, wenn wir die Stadt verteidigen müssen, bevor die Zwergenwaren eintreffen? Vielleicht kannst du mir dabei ebenfalls helfen. So. Er will noch eine Hilfe. Ich hab keinen Bock mehr. Ich habe leider wenig Zeit. Das muss ich dir. Keine Zeit. Wir müssen Orks jagen. Ja, dann... Wo ist denn unser Questlog? Geht noch weiter. Ja. Was haben wir jetzt? Aufgabe. Vornost. Zu der Ruine liegende Stadt Vornost. Okay, zum Vornhorst. Wo ist das? Hier, ich nehme mal hier raus, ne, da oben. Vornost?
Einfach irgendwo raus. Also hier nicht. Intuition sagt, wir müssen da längs. Oder doch nicht? So, wir gehen da oben raus. Hoch. Dabei, Kropf vorbei. Verdammt! Die Quest nicht abgeschlossen, oder was? Ich kann mal nicht sagen, wann ich muss los. Lass mal den Menschen reden. Ja, eigentlich, der Zwerg hat uns ja geholfen. Ich mach das schon. Ich rede mit ihm jetzt. Kriegen wir schon hin hier. Ausgezeichnet. Das hatten wir schon. Wie das? An deiner Ausrüstung kann ich erkennen, dass dir das Kämpfen nicht fremd ist. Wenn du zufälligerweise, nun sagen wir mal, irgendwelche Waffen findest, die du nicht brauchst, bring sie zu mir. Und ich ja. Ja. Dann merke ich mir. Lebe wohl. Immer. Hau rein. Jetzt geh du mal hin da. Wahrscheinlich muss ich hin. Oder Artus Arsenal, du hast zusätzliche Quest jetzt. Steht bei dir oben. Oder ist bei mir steht nichts mehr jetzt. Das ist ein kleiner Hänger bei. Achso, ja. Okay. Irgendwelche zusätzlichen Waffen gebraucht. Dein Preis ist schrecklich. Ja. Komm los. Wir müssen weiter. Ich muss weiter. Ich hab noch nicht. Ich muss mich um dringende Angelegenheiten kümmern. Das einzige Schwert, was ich hab, kriegst du nicht. So, jetzt aber. Soll ich mal untersuchen hier? Mach mal. Gebt acht, was ihr sagt. Bre hat. Also alles klar, das sind. Alle sind freundlich. Die Einheimischen befragen und die sagen was über die Stadt. Ach, brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Wir kennen Bre. Die Stadt. Ja, die nie aufhört zu regnen. Ja. So wie jetzt. Gutes Deutsch. So. So, Gruppe sammeln, kommt jetzt. Kinas, wir mal los. Weiter geht's. Vorne Ost! Da müssen wir hinreisen. Aussehen individualisieren. Genau, im Spiegel, da sind wir auch vorbeigelaufen an einem Spiegel im Pre. Das will ich auch mal ausprobieren. Machen wir noch. Wir müssen da, glaube ich, noch mal hin irgendwann. Das ist gut. Zu Otto Aster. Goblins, wir haben den Feind gefunden. So. Hier kommen gleich die ersten Orks. Ihr Ratten, warum Kasat? Mit X ein Angriff, mit Y einen schweren Angriff. Da sind sie! Attacke! Auf geht's! Der gehört mir! Wie viel er einsteckt! Mit LB blocken? Mhm. Ja, was ich ganz Zeit gemacht habe. Mhm. Ich nehme den rechten. Oh, ich auch. So. Helf sie mal, ja. Zack, Kopf ja, ab. Kopf ab. Noch ein Problem. Es läuft. Ha, ja, sehr gut. Ja, ha. Gibt's hier ne, auf der anderen Seite noch weg? Sieht nicht so aus. Okay, nee. Alles klar. Was haben wir jetzt hier? Bogenschützen! Zeig mal, was du kannst mit deinem Bogen. Ich geh querfeld ein hier. Ich habe ihn getroffen, 106. Sauber. Schaden, aber er lebt noch. Oh, noch einer. Drei. Kein Problem für den Zwerg. Du kriegst es hin. Er regelt. Ich habe nichts mehr. Ich mache einen Schlag und kill ihn. Und klaus mir die AP. Du Dieb. So. Die Münzen. Eine Truhe. Ein Hammer, finde ich gut. Die werden wenigstens brüderlich geteilt, die Münzen. Sehr gut. So, haben wir jetzt alles gelootet? Hier.
Da habe ich ihn getroffen. Guck mal hier, die Elfendame braucht Heilung. Eieiei. Wo ist unsere Kollegin? Kämpft die da hinten? Ja. Ach du heiliger Scheiß. Ich brauche Hilfe. Wir kommen. Ich nehme den Linken. So, noch mehr. Da hinten sind noch mehr. Rechts, innen rechts. So, wir haben ja was gelootet eben, ne? Wollen wir es mal gucken, ausrüsten. Hammer war ja dabei. Oder warten wir, bis der down ist? Ja, besser ist. Du hast ein Level up gehabt. Mal gucken. Ich bin auch gleich dran beim Level up. Geht noch weiter hier. Er ist down. Sauber. Wird immer noch gekämpft. Ich habe nichts mehr. Wir können jetzt hindurch. Welche? Wo? Da hinten. Da. Linke Seite. Linke Seite. Oh, jetzt hab ich auch ein Level up. Nice. Sehr cool. So. Stylische Moves hier. Von Aragorn Junior. Wie, sie hat auch ein Level up. André Lau, einfach nur vom Zugucken. Passiert. So. Mit Select kommen wir ins Level-Erhöhungsmenü, genau. Ja. So, was ja, kannst du ja auch machen. Achso, ich kann es gleichzeitig. Achso, gleichzeitig, okay. Gleichzeitig natürlich. Ja, weiß ich ja nicht. So, Stärke. Jetzt brauchen wir Ausdauer. Wille erhöht deine Kraft. Ha? Bla 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 bla. Weiter. Wie viel Punkt? 3. Einmal Ausdauer. Pump erstmal die Stärke voll. Beibehalten. Was ist das jetzt hier? Fähigkeiten skillen. Können wir was verteilen hier? Ein Fähigkeitspunkt haben wir. Nicht in der Schlagpunkt. Ich will den Rundschlag haben, der ist lustig. Der klingt lustig. Ich überlege noch was. Wie funktioniert der? Nice. Kostet ein bisschen Mana, nicht das mal. Wille war das, glaube ich. Ich gehe, glaube ich, auf das Entrinnen. Okay. Dass ich für kurze Zeit unsichtbar bin. Super. Oh, nee, doch lieber nicht. Doch nicht. So, ich öffne mal die Truhe. Einen schnellen Angriff machen ist präziser. Und effektiver. Der Zwerg holt das Geld. Mach. Beibehalten, ne? So. So, was wollen wir hier? Haben wir was gelootet? Wir haben auch Items gekriegt hier noch. Wie kriegen wir die denn hier auch? Auch Select. Und dann hast du hier Kopfbedeckung. Also das Hier ist Standard. Hammer jetzt, der ist schlechter. Das Schwert ist besser für mich, das Zweihandschwert. Hast du auch ein Zweihandschwert, oder? Ja. Ich laufe ganz einfach mit einem Zweihandschwert um. Ich fand das Schwert mal. Das fand ich so zwergtypisch. Ich habe überhaupt keine andere Waffe gefunden. Ach, das ist geht dann nur für mich, wenn ich das loote. Ja, herrlich. Okay, ich dachte, das kriegen wir alle dann. Kann ich das irgendwie droppen dann? Warte, Waffen tauschen wieder da, guck mal. Da. Ja, du kannst mir theoretisch geben. Können wir mal ausprobieren hier. Aber ich habe jetzt auch nur das Zweihandschwert. Ja, ich glaube, meine Axt brauchst du nicht. Nee, genauso stark sein. Nicht. So.
Oh nein! Was ist hier los? Ja, ich bin oben. Nee. Aha. Ja, ich bin runtergeschwommen. Ich wollte dich nicht alleine lassen. Danke. Was ist hier? Was ist hier? Was können wir machen? Das ist ein Bonuseingang von dir. Ja, siehst du mal. Eine Truhe hier. Gegenstände plündern. Ah, und jetzt kann man mit einzeln plündern. Okay. Oder alles. Ja, mit A alles. Ja, da waren Pfeile und Münzen. Ja. Pfeile brauchst du. Doch, du hast eine Armbrust. Bolzen brauche ich. Das sind keine. Ja, genau. Genau. Schon wieder Goblins. Aus wie so ein Gollum gerade hier. Jetzt lernt ihr einen Dudelladen kennen! Was für ein Ding? Ein Dudelsack. Nein. Ein Dudelladen, hab ich gesagt. Ein Dudelladen. Der Dudelladen. Sowas haben wir hier, geht's weiter. Hier, eine Horde Gollums. Kann ich mal meinen Rundumschlag ausprobieren, das gefällt mir. Zack. Ich helfe dir. So. Ich helfe dir. Da hätten sie noch einen Bogenschütze. Achtung. Den renne ich mal entgegen hier. Von der Treppe kommen nochmal neue runter. Oh, was war das? So einen kleinen Heilungsbereich da gezaubert, die gute Dame. Geht's? Oh, ich bin. Oh, ich habe keine Energie mehr. Ach du Scheiße. Ich glaube, ich sollte mal ein bisschen aufpassen. Ja, Dito. Aber ich habe ja eben Heiltrank gedrückt. Wie nehmen wir den denn? An meine Seite. Okay, ich regeneriere live hier in dem Kreis. Ich werde dir helfen. Jetzt nicht mehr. Mist. Ah, sie hat noch einen Kreis. Ja, cool. Mal die Armbrust ausprobieren. Jetzt wird's echt kritisch hier, muss ich mal aufpassen. Mein Rundumschlag. So. Oh, jetzt werde ich umzingelt hier. Jetzt habe ich kein Leben mehr gleich. What? Ja, ich habe mich um den Scharfschützen gekümmert. Das ist echt knackig, ne? Ja. Alter Falter. Schieß ihn ab. Genau. Sie war das. Was, sie? Gut geschossen. Ich habe nichts mehr. Das war ein fucking Double Hit, Alter. Der war gut. Ich habe was gelootet. Ja. Ich will mal kurz gucken. Warte mal. Aber kannst du weiterlaufen? Genau. Das ist so praktisch. Was habe ich denn gekriegt hier? Man weiß es nicht. Nix. Scheinbar nix. Ach da. Elbenstein der betäubenden Schläge. Waffenfähigkeit bewirkt 100% Betäubung. Das ist ja auch krass. Das Spiel pausiert nicht, wenn ich einen Heiltrank nehme. Es geht weiter, weil du spielst ja trotzdem weiter. Genau. Ne? Sie haben unser Leut gefunden. Krass. Nee, leider nicht. Okay, das macht es ein bisschen actionreicher. Okay. Wo bist du? Ja, bist du? Geht's hier? Hast du was Sinnvolles gefunden? Ein unrein Bernstein. Der bewirkt. Du musst RB drücken oben, genau. Ja. Da unten ist er.
Der ist einfach nur was wert. Können wir verkaufen. Ja. Nur verkaufen. Oh, der Adler ist in Not. Müssen wir befreien vor diesen hässlichen Orks. Ist das nicht episch? Ja, da war der Ork abgelenkt. Sauber. So, ich würde sagen, wir erfahren in der nächsten Folge, was hier passiert. Ob wir den Adler befreien können oder nicht. Ich denke mal schon. Ich bin Jay. Ich bin Matze. Und wir sagen, wieder schauen, reingauen.